Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr VLANs unter macOS einrichten könnt und wie ihr die Link Aggregation nutzen könnt. Wie ihr das bestimmt auch schon von NAS-Systemen kennt, um zum Beispiel zwei 1-Gbit-Ports zusammenzubündeln zu 2-Gbit. Ihr geht zunächst auf Systemeinstellungen, dann geht ihr auf Netzwerk. Dann haben wir unsere zwei Netzwerkanschlüsse in meinem Fall. In unserem Fall brauchen wir hier unten den Ethernet. Sieht man auch schon, der hat eine ganz normale IP-Adresse bekommen. Und die Standard-ID ist natürlich immer die 1, also VLAN 1 ist Default, was standardmäßig immer mitgegeben wird. Und wir möchten jetzt gerne zum Beispiel unser Gastnetz oder halt auch unser Managementnetz als VLAN hinzufügen. Dann gehen wir nämlich zunächst auf das Zahnrad, gehen auf virtuelle Anschlüsse verwalten, sehen aktuell Thunderbolt Bridge, das ist erstmal unwichtig, gehen auf Plus und hier gibt es dann drei Auswahlmöglichkeiten: VLAN, Link Aggregation oder Bridge. In meinem Fall nutzen wir diesmal VLAN. Zu Link Aggregation komme ich gleich noch. Genau, einmal VLAN. Dann fragt er natürlich, wie man es nennen möchte. In meinem Fall heißt das NGM. Und ich habe in dem Fall die 20. Gehe auf Erstellen. Dann sehen wir, das ist VLAN 0 nennt sich das. Das sind die Bezeichnungen unter macOS. Dann gehen wir auf Fertig. Und wir klicken auf Anwenden. Wenn wir jetzt auf Anwenden klicken, dauert es ein bisschen. Und dann sehen wir hier unten direkt, wir haben jetzt eine Management-IP-Adresse über den DHCP-Server des USGs erhalten. Vom Grundprinzip, das VLAN müsst ihr natürlich vorher auf dem Switch konfigurieren. Danach könnt ihr das unter macOS nutzen. Das heißt, ihr könnt allerlei VLANs erstellen ohne Probleme. Und auch extra Netze anbinden, wenn das gewünscht ist. Wichtig ist, die VLANs funktionieren nur so lange, wie ihr nicht die Link Aggregation macht, was wir gleich noch im Anschluss machen. Da, wenn die Link Aggregation aktiviert ist, dies ja schon als virtueller Anschluss gilt und ihr leider darauf nicht noch VLANs packen könnt. Leider. So, dann schmeißen wir einmal kurz den hier wieder raus, das VLAN, klicken auf Ja, drücken auf Anwenden. Ich habe aktuell nämlich schon den Switch so konfiguriert, dass wir die beiden Ports aggregiert haben, so dass wir eigentlich nur noch einmal kurz die Strippe umstecken müssen können und dann kurz unsere Link Aggregation einrichten und danach geht es schon direkt weiter und wir haben 2 Gbit. So, das heißt, ich würde einmal kurz die Strippe unten umstecken. Einen Moment. So, wir sehen, jetzt ist aktuell nicht verbunden. Jetzt gehen wir auf Zahnrad, virtuelle Anschlüsse, verwalten. Und wir sind wieder wie eben, gehen auf Plus und diesmal wählen wir Link Aggregation aus. Nennen das einfach jetzt LAN-Bündelung, das ist an sich egal, wie ihr das nennt. Geht natürlich auch mit mehreren Netzwerkports, je nachdem, wie viel ihr habt. Dann wählen wir die aus, gehen auf Erstellen. Klicken auf Fertig und dann müssen wir natürlich noch Anwenden drücken. Jetzt seht ihr, die zwei normalen Netzwerkanschlüsse sind verschwunden und ihr habt unten die LAN-Bündelung, beziehungsweise hier die LAN-Bündelung. So, das dauert ein bisschen und dann verbindet er sich direkt und ihr seht nun, dass er auch wieder ganz normal DHCP hat und in dem Fall haben wir jetzt 2 Gbit anstatt der standardmäßigen 1-Gbit. In meinem Fall habe ich so gemacht, das NAS ist mit zwei 1-Gbit-Ports angebunden und die Switche auch. Somit habt ihr mehr Bandbreite zwischen Client und Endgerät. Wirklich viel ausmachen tut das nicht. Nur falls Interesse besteht, ist dies möglich. Auch mit mehr als zwei Netzwerkports. Theoretisch ganz viele, keine Ahnung, ich sage jetzt mal vier USB-Adapter dran gesteckt und das dann gebündelt und dann habt ihr 4 Gbit. Wenn natürlich der Switch das mitmacht und das NAS. Die meisten NAS-Systeme haben halt immer nur 2 Gbit.
Also zwei Eingabeports so rum. Genau. So, das wäre schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch bin ich auch Freund. Dankeschön.